berichte jetzt also aus 5, 6, 7, 8, wie viel auch immer Jahren an Umgang mit Flipping und noch längerem Umgang mit Videos. Was habe ich gelernt? Möglichst kurz zusammengefasst, war eine Herausforderung, das jetzt auf 35, 40 Minuten runterzubrechen. Mal sehen, ob es gelingt. Einmal relativ kurz zum Konzept. Ich denke, alle haben inzwischen mitgekriegt, was Flip Teaching Inverted Classroom sein soll. Einmal noch mal kurz das Konzept. Präsenzzeit besser nutzen, die Arbeit außerhalb der Präsenz und dann einiges zu Videos, Tipps und Tricks zu den Videos. Damit wollte ich einsteigen. Aber der größere Teil soll sich um Stolpersteine drehen. Insbesondere die erste Frage ist auch immer Nichtnutzung und das ist auch weiterhin unter den Anwendern des Flipped Teaching die größte Frage, die Nichtnutzung. Aber es gibt noch so ein paar andere, die gerne hinten rüberfallen, die ich unbedingt mal groß erwähnen wollen würde. Gucken wir uns das an mit der Grundidee, die Präsenzzeit besser nutzen. Das ist so eine Traumvorstellung, das Schlaraffenland für die Didaktik. Was wäre, wenn wir davon ausgehen können, dass unsere Studentinnen und Studenten den Stoff in Anführungszeichen bereits kennen, dass man also keine Vorlesung halten muss, frontal, sondern dass man die Zeit, die im Stundenplan als Vorlesung steht, dass man die einfach sinnvoll oder auch ohne Anführungszeichen sinnvoll nutzen kann, frei nutzen kann, so wie es gerade kommt nutzen kann, nicht dazu nutzen kann, sich vorne hinzustellen und was zu erzählen. Das ist der Gedanke hinter Flipped Teaching. Wir wollen die Präsenzzeit freiräumen. Es geht nicht um Videos, die kommen dann irgendwie vor, aber es geht darum, die Präsenzzeit freizuräumen, um dann eben insbesondere zu üben, ob man in der Mathematik nun quadratische Gleichungen löst oder in der Biologie sich irgendwelche Stoffzyklen anguckt, auf jeden Fall üben. Und zwar mit Betreuung, dass man als Professor, als Professorin dabei ist, eingreifen kann, tiefgreifend, tiefschürfend unterstützen kann. Wiederholen genauso, das Wesentliche beim Lernen ist wiederholen, Zusammenhänge herstellen. Wenn ich die Präsenzzeit frei habe, um was anderes zu machen, als Vorlesung zu halten, dann kann ich hoffentlich Zusammenhänge herstellen zu dem, was letztes Semester dran war, zu dem, was gerade in der Presse aktuell ist und so weiter. In den Naturwissenschaften, insbesondere in den Naturwissenschaften, gibt es die schöne Idee der Konzepttests. Wenn Sie nach googeln und fügen dann noch den Namen Ihres Fachgebiets dahinter, Konzepttests Chemistry, dann kriegen Sie typischerweise eine Sammlung an Tests, mit denen man prüfen kann, ob die Studentinnen und Studenten Konzepte verstanden haben. In der Physik hat das angefangen, das Konzept der Kraft. Newtonsche Mechanik, was ist eigentlich Kraft? Wann wirken Kräfte, wie lange, in welche Richtung und so weiter? Was haben die mit Beschleunigung zu tun? Fragen, die man ohne großes Rechnen beantworten kann, einfach Konzeptfragen. Solche Sachen ausführlich zu diskutieren, hin und her zu diskutieren, die Studentinnen und Studenten untereinander diskutieren zu lassen und so weiter. Die wichtigen Sachen, nicht was rechnen, das können die dann irgendwann sowieso, aber Konzepte zu diskutieren. In der Informatik, bei uns ist an der Fachhochschule natürlich weniger Informatik als Programmierung, tatsächlich mal Sachen entwickeln zu lassen, nicht nur im Laborpraktikum, sondern tatsächlich sich in der Informatikveranstaltung in den 90 Minuten, die wir uns dann eben haben, oder zweimal 90 Minuten, hinzusetzen. Jede Studentin, jeder Student bringt sein eigenes Notebook mit, soll sich nachbarschaftlich zusammenraufen und dann Software schreiben. Und ich gehe rum und gucke, was passiert. Und wir diskutieren gemeinsam, was wäre ein sinnvoller Ansatz, was ist ein unsinniger Ansatz, was ist hier wieder schiefgegangen und so weiter. Dass man sofort fundierte Rückmeldungen hat. Mit den Masterstudentinnen und Studenten bei uns probiere ich dann auch Mini-Vorträge zu halten. Einfach, hier haben Sie 5 Paper, Sie drei, arbeiten zusammen, halten Sie mal in einer Viertelstunde einen Vortrag darüber. Fassen Sie das mal schnell zusammen, dass man auch mal lernen muss, wie man sich schnell in irgendeine wissenschaftliche Veröffentlichung reingräbt, das Wesentliche rauszieht. Sowas kann man dann in der Präsenzphase machen, gesetzt den Fall, dass die Studentinnen und Studenten vorbereitet erscheinen. Ein Traum. Wie gesagt, ich rede jetzt vom Konzept. Das ist jetzt die Traumphase. Und dann werden alle Leute aus den Geisteswissenschaften und anderen Fächern sagen, ja, das machen wir doch seit Ewigkeiten, seit Jahrhunderten. Am prägnantesten finde ich das die klassische Juristenausbildung in den USA, die man dann auch immer im Spielfilm sieht, vielleicht etwas überzogen dargestellt, aber jede muss einen Satz an Fällen oder auch nur einen Fall vorbereiten und in der Präsenz
wird man dann kalt aufgerufen, Cold Calling, ohne Vorwarnung aufgerufen und muss dann eben mal gerade erklären, warum im Fall Miller gegen Smith jetzt die Anklage dieses oder jenes Argument vorgebracht hat. Das ist natürlich eine harte Nummer. Sokratischer Unterricht dann auch auf diese Art, wenn man die Professorin, der Professor dann auch zurückfragt, jetzt erklären Sie mal dieses, warum jenes, vor versammelter Mannschaft. Das heißt nicht umsonst Teaching by Terror, das werden wir im Zweifelsfall nicht haben wollen, aber es gibt Fächer, in denen das seit Ewigkeiten, gefühlt Ewigkeiten so gemacht wird. Man hätte gefälligst vorbereitet zu erscheinen. Vorbereitet zu erscheinen, um die Präsenzzeit auszukosten. Also sowas mit Cold Calling und Teaching by Terror werden wir wahrscheinlich in anderen Fächern nicht hinbekommen und in Europa nicht hinbekommen. Nicht hinbekommen wollen vielleicht auch nicht, müsste man diskutieren. Was wir hinbekommen auf jeden Fall ist schnelles Feedback. Das ist, merke ich gerade in der Mathematik und in der Informatik. Wenn Studentinnen und Studenten da hängen, Tage an irgendeinem Problemchen, das ich durch 5 Minuten Diskussion hätte lösen lassen. Das ist doch schön, wenn man das einfach in der Präsenzphase dann sofort, wie soll ich sagen, den gordischen Knoten in der Präsenzphase sofort zerschlägt, statt dass sie dann erstmal eine Woche warten müssen. Feedback an Studierende, aber auch von Studierenden, da sage ich gleich noch was bei der Videoproduktion dazu. Es ist total hilfreich für mich zu sehen, was die Studentinnen und Studenten tatsächlich können und was sie nicht können. Also auch Feedback zurück an mich in der Lehrveranstaltung. Diskussionen, wenn man wirklich dann eher in den höheren Semestern bei uns Diskussionen anstößt, was sollte wie, warum oder warum nicht gemacht werden, aus welchen Gründen. Es geht darum, sein Wissen zu reproduzieren, das Wissen der anderen aufzunehmen, aber es geht auch um einen Habitus. Wie verhalte ich mich bei mir dann insbesondere als Ingenieurin, als Ingenieur? Wie stelle ich ein Problem dar? Wie diskutiere ich mit anderen Leuten? Und wie diskutiere ich nicht mit anderen Leuten? Auch das muss eingeübt werden. Das können wir in der Präsenzzeit machen. Schön ist, wenn man keine Vorlesung hält, dass die Präsenzzeit konzentrierter wird. Insbesondere in der Mathematik verschwinden doch recht viele von den Smartphones vom Tisch und Notebooks von dem Tisch. Bei mir sind sehr viele Studentinnen und Studenten inzwischen dabei, dass sie mit einem Tablet mitschreiben, was zweischneidig ist. Mit Schreiben und mit Denken vor allen Dingen, ist ihr Tablet als College-Block benutzen, ist eine zweischneidige Geschichte, weil sie müssen nur einmal weiter wischen, dann haben sie den Browser mit allen möglichen gefährlichen Ablenkungen wieder. Aber die Smartphones verschwinden zumindest in der Mathematik größtenteils. Schwierig sind Fächern, in denen man Notebooks auf dem Tisch hat, gerade bei der Informatik, wenn ich sage, holen Sie mir das Notebook raus, jetzt programmieren wir gemeinsam. Ich muss schon ordentlich immer durch die Reihen gehen, dass nicht doch ein paar Leute ganz doll abdriften mit ihrem Notebook. Gruppendynamik ist eine heikle Geschichte, geht in dieselbe Richtung, Konzentration dann. Gruppendynamik ist eine heikle Geschichte, wenn die Studentinnen und Studenten sehen, okay, die anderen arbeiten ordentlich mit, lösen partielle Differentialgleichungen. Wir wissen zwar nicht, wofür wir die brauchen, aber okay, die lösen wir jetzt dann offensichtlich mal. Das kann funktionieren, es kann auch nach hinten losgehen, wenn die Gruppendynamik umschlägt und man dann eben als Studentin, als Student sieht, die Hälfte arbeitet nicht mit. Was soll ich mitarbeiten? Also seien Sie vorsichtig mit Gruppendynamik, das müssen Sie unter Kontrolle haben. Sehr weit vom reinen Stoff entfernt, so eine Präsenzveranstaltung kann einfach dazu dienen, das Semester zu takten. Was ist diese Woche dran, was ist nächste Woche dran, um klar zu machen, Sie müssen sich jetzt diese Woche mit von mir aus im ersten Semester Integration beschäftigen und nächste Woche müssen Sie sich von mir aus im ersten Semester mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen, um klarzumachen, dass das jetzt angesagt ist und nicht warten kann. So ein Ritual zu inszenieren, wie der sonntägliche Gottesdienst oder wann auch immer der Gottesdienst der jeweiligen Religion stattfindet, es ist einfach klar, man macht mit, man geht da jede Woche hin. Dieses Ritual tatsächlich zu installieren, kann auch dann Aufgabe sein, der Präsenzzeit, weil es eben so profitabel ist fürs Lernen, die Präsenzzeit, weil sie so profitabel ist. Wenn man von Flipped Classroom redet, spricht man meist von der Arbeit außerhalb der Präsenz. Videos, das sind so wie die da bei mir aussehen, ich sage gleich noch was dazu. Quizze, das ist aus einem MOOC bei mir, dass dann in das Video so ein Quiz eingeblendet wird zum Beispiel. Diskussionen nicht bei mir, weil
Das funktioniert vorne und hinten nicht mit den Diskussionen, sage gleich noch was dazu. Es gibt Diskussionen von Studentinnen und Studenten im Internet, insbesondere wenn sie in den Naturwissenschaften sind oder Informatik sind. Wenn Sie bei Stack Exchange gucken, finden Sie wunderschöne Diskussionen. Ich muss sagen, da sehe ich meine Studentinnen und Studenten nicht. Die würde ich allenfalls dann bei der Informatik sehen, aber ich sehe sie da nicht. Das ist nur ein Bruchteil der Studentinnen und Studenten, der sich daran dann beteiligt. Die Selbsttests werden oft sehr kontrovers diskutiert. Ich bin auch kein Fan von den computerisierten Selbsttests, die man dann eben online machen kann an der Stelle, vielleicht sogar machen sollte. Diese klassischen Multiple-Choice-Tests sind in der Tat meist eine Katastrophe, weil man verleitet wird, einfach zu raten. Dabei geht es total einfach und total billig besser. Sie zeigen nicht alle Antwortmöglichkeiten auf einmal, sondern sie zeigen eine Antwortmöglichkeit und fragen dann, war es die? Und wenn dann die Antwort kommt, nee, die war es nicht, dann kommt erst die nächste Antwortmöglichkeit und die Frage, war es die? Und so weiter. Das verhindert extrem gut das Raten. Ganz billige Maßnahme, kriegen Sie mit jedem Learning-Management-System hin. Was Sie auch hinkriegen, tut hier Multiple-Choice, Sie stellen zwei Fragen auf einmal. Man muss eine Frage beantworten hier, warum wurde die chemische Lösung zum Schluss grün oder blau oder was auch immer, A, B, C, D. Und das sage ich, weil 1, 2, 3, 4. Das heißt, man hat A, B, C, D einmal anzuhaken und 1, 2, 3, 4 einmal anzuhaken. Wir sagen, man hat 4 mal 4, 16 Möglichkeiten. Da ist mit Raten allmählich Schluss, tut hier. Zwei Fragen auf einmal stellen. Was ist passiert und warum? Ganz einfache Maßnahme. Also die computerisierten Selbsttests, die kann man mit sehr schlichten Maßnahmen sehr viel besser machen als bisher, falls Sie Einwände gegen computerisierte Selbsttests haben. Ich bin kein Fan davon, aber man braucht sie tatsächlich, damit die Studentinnen und Studenten merken, ob sie auf dem Stand sind oder nicht. Das könnte alles online laufen. Da halte ich alles so kurz, weil ich denke, das wissen Sie sowieso. So eine Videos etwas mehr, noch ein paar Tipps und Tricks da drin. Die Videos müssen nicht nur einfach so klassische Vorlesungen sein oder neumodische Erklärvideos sein, die können auch Work Examples sein, das ist bei mir in der Mathematik und eigentlich auch in der Informatik, dass man dann zum Schluss tatsächlich merkt, wie die ganze Aufgabe dann doch von vorne bis hinten da zu Ende bearbeitet ist. Nicht nur die Erklärung vorab, sowas Enzyklopädisches, sondern wirklich konkrete Aufgaben gelöst. Prozeduren in der Medizin oder hier in der Tiermedizin bei den Hannoveranern, gar keine Frage, sowas will man als Video haben, das will man nicht als Bildfolge haben, dann versteht man es ja beim besten Willen nicht. Dazu macht man mal ein Video oder in der Biologie, wie da irgendwas, oder Chemie, wie da was pipettiert wird oder seziert wird. Diskussionen, sowas wie wir vielleicht gleich noch haben werden, Interviews mit Externen, unsere Externe mit Skype und so weiter rein, Exkursionen in der Ägyptologie, nehmen Sie beim nächsten Besuch in den Ruinen den Videokamera mit und filmen das Ganze mal und dann ist die Aufgabe, dass die Studentinnen und Studenten das angucken. Ist eigentlich selbstverständlich, schwieriger aus rechtlicher Sicht und qualitativer Sicht. Studierende bei der Arbeit, studentische Arbeiten, das findet man häufig, dass Studentinnen und Studenten die Aufgabe kriegen, jetzt machen Sie mal eine Lehreinheit oder ein Lernvideo zu folgendem Thema. Wenn immer ich das mache, stelle ich fest, dass ich viel mehr Arbeit reinstecken muss, als wenn ich es einfach selbst einmal gemacht hätte und dass ich mit dem Ergebnis doch nicht glücklich bin. Also Studentinnen und Studenten, die mitmachen, lernen davon. Ich weiß nur nicht, ob ich es dann dem nächsten Semester zeigen will. Behalten Sie das im Hinterkopf oder zeigen darf. Urheberrecht, Recht am eigenen Bild. Alles heikel. Auf jeden Fall nicht nur reine Erklärvideos. Die Erklärvideos selbst beim Flipped Classroom typischerweise in diesem handgemachten Stil. Das ist aus dem Udacity-Kurs. Das Sie sehen, der sieht genauso aus wie das, was ich auch sonst live veranstalte. Nur Udacity hatte diese Hand drin. Kleine technische Spielerei, dass man noch die Hand sieht, die da schreibt. Dringende Literaturempfehlung werden Sie höchstwahrscheinlich kennen, aber wenn Sie es noch nicht kennen, unbedingt lesen. Meyer ist der Papst, was Multimedia-Learning angeht und hat diverse echte Experimente gemacht, ein paar Randbedingungen geändert, ein paar Ausführungen geändert und geguckt, ob die Leute mehr oder weniger gelernt haben. Also nicht theoretisch irgendwas ausgedacht, sondern wirklich mal ausprobiert. Und was rauskommt, ist eben reduzieren, 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 sprechen und gleichzeitig zeichnen, zum Beispiel auf zwei Wegen ins Hirn. Auge und Ohr ist eine gute Idee. Das Ganze locker zu halten, ist auch eine gute Idee, nicht hochformal zu halten.
Khan-Style, und das sollte ich überhaupt sagen, Khan-Style, weil Salman Khan damit berühmt geworden ist auf YouTube, die Khan Academy. Er hat das groß gemacht, diese Art an Videos. Und hier sieht man ihn auch mal gleich rechts. Eine handgezeichnete Zelle im Unterschied zur ordentlichen Computergrafik. Was aus der Forschung zu Lehrmedien allgemein rauskommt, ist, dass das auf der linken Seite wahrscheinlich teuer ist, aber weniger bringt, als wenn Sie es mit der Hand rechts schön sauber erklären. Viel einfacher, billiger und freundlicher. Und vor allen Dingen, das mache ich bei meinen Studentinnen und Studenten, die müssen das gefälligst selber zeichnen. Denen gebe ich das nicht als Zeichnung, sondern wenn die es haben wollen, müssen sie selber zeichnen. Das wird Ihnen auf der linken Seite etwas schwerfallen, das mit dem selber zeichnen. Produktion von solchen Videos, ich mache das, wann immer es geht, nur live, wenn ich feststelle, ich brauche ein neues Thema, hat sich irgendein Gesetz geändert oder ist ein neues Thema bei Mensch-Maschinen-Interaktion, irgendein, keine Ahnung, die neuronalen Netze sind ganz schwer auf dem Vormarsch, da muss jetzt mehr dazu kommen und so weiter, dann versuche ich das einfach in der Veranstaltung anzuberaumen, in der Veranstaltung aufzunehmen, mit meiner eigenen Software. Inzwischen gibt es nicht nur eine Fernbedienung und so eine Tafel und die Videoaufzeichnungssoftware, sondern hoffentlich in 2 Wochen dann auch die erste Version von meinem Videoschnittprogramm dafür. Alles gratis, wenn Sie es haben wollen, von meiner Seite. Was dann auf diesen Betrieb total schlank fokussiert ist, möglichst wenig Arbeitsaufwand zu machen und Arbeitsaufwand zu bereiten. Wenn Sie es live machen, ist das schön, Ihr Publikum kriegt mit, was schief geht. Hoffentlich, nicht immer, aber hoffentlich kriegt Ihr Publikum mit, was schief geht und Sie können es sofort korrigieren in der Aufnahme. Ich mache die Aufnahmen im Flipped Classroom, das heißt, ich sehe schon während der Veranstaltung, was geht und was nicht geht und kann dann eingreifen. Das ist sozusagen Adaptivität während der Aufnahme, nicht digital irgendwie nachträglich per Computer reingebaut, sondern ich sehe einfach, was geht, was nicht geht. Und was ich lerne, was die Zeit kostet, ist, dass ich Videos öffentlich mache. Wenn ich meine Videos nicht öffentlich machen würde, würde es viel schneller gehen, weil ich nämlich nicht so viel Vorbereitung reinstecken würde. Das ist eine Sache, die sollten Sie im Hinterkopf behalten. Wenn Sie Ihre Videos in die Öffentlichkeit stellen, bekommen Sie im Zweifelsfall sehr harsche Kommentare, geht mir zumindest so, und man hat dann so einen vorauseilenden Gehorsam. Man guckt vorher nach, wie alle Namen ausgesprochen werden, auch von Leuten, die man höchst selten erwähnt. Man guckt vorher nochmal im Detail nach, ob man jeden Rechenschritt ordentlich, man guckt sich, hat, ob man irgendwo noch was erklären müsste, wo Leute abzweigen könnten auf die falsche Bahn und so weiter. Und dann wird es plötzlich nicht 99,9%ig, es wird 99,99%ig und kostet viel Zeit, bringt aber den Studentinnen und Studenten eigentlich nicht viel. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie es öffentlich machen und damit vielleicht fiese Kommentare kriegen, kann sein, dass es Ihnen wie mir geht, dass man dann plötzlich viel Wildarbeit reinschiebt, dass da bloß keiner was Böses sagt. Im Zweifelsfall machen Sie es einfach nicht öffentlich und das bleibt dann sehr hemdsärmelig und der Lerneffekt ist derselbe. Viel weniger Stress. Was bei den Videos wenig diskutiert wird und sicherlich noch hochkommen wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall, Barrierefreiheit ist ein Drama, das war mal bei edX war es ein großes Thema bei dem MOOC-Anbieter. Die sind nämlich in den USA vor Gericht gezogen worden und seitdem muss auf edX überall ein Textkanskript dabei sein. Es darf nicht nur das Video sein, es muss alles noch im Text da sein, lesbar im Text. Inzwischen sind die automatischen Transkriptoren, die Spracherkenner, halbwegs brauchbar. Das ist von meiner Webseite. Sie sehen, naja, halbwegs brauchbar. Es ist nicht wirklich prickelnd, aber man kann halbwegs was damit anfangen. Problem ist, selbst wenn Sie so einen mitlaufenden Text haben, haben Sie immer noch keine Beschreibung aus Sicht der Barrierefreiheit. Eigentlich bräuchten Sie jetzt doch einen beschreibenden Text, in dem jetzt gesagt wird, man sieht, dass links oben das Wort oder links oben wird G-Menü geschrieben oder sowas, es ist immer noch keine Beschreibung. Heike, hängt von der jeweiligen Rechtslage ab. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Österreich ist, aber bei uns in Deutschland ist es eigentlich ein bisschen heikel, das mit der Barrierefreiheit hier. Wenn Sie eine klassische Vorlesung machen, interessiert sich kein Mensch dafür. Nur wenn Sie neue Medien nutzen, dann müssen Sie plötzlich darauf achten. Was in jedem Fall anzuraten ist, ich sehe, dass viele Hochschulseiten das nicht machen,
Das ist ja einfach eine Einstellung im Browser, die Geschwindigkeit einstellbar machen, dass man es langsam machen kann, schneller machen kann. Ich persönlich finde es inzwischen unerträglich, Sachen mit einfacher Geschwindigkeit anzuhören. Man stellt dann eben doch auf 125% Geschwindigkeit, dass das flüssiger wird. Ach, Übersetzung hatte ich hier noch. Das höre ich auch hin und wieder. YouTube hat zum Beispiel die automatische, nicht nur die automatische Spracherkennung, sondern auch die automatische Übersetzung. Dann haben sie es gleich auf zwei Arten schlecht, aber einige Leute sagen, es wäre hilfreich, wenn sie Untertitel haben, die dann automatisch übersetzt sind. Trotz der ganzen Fehler. Okay, jetzt aber zu den Stolpersteinen. Anytime and anywhere. Wir können diese Videos, oder unsere Studentinnen und Studenten können diese Videos anytime and anywhere gucken. Sie wissen, wie anytime and anywhere auf Deutsch heißt. Nie und nimmer. Hätte ich jetzt gedacht, dass einige Leute lachen, aber gut. Das ist ein großes Problem. Das ist so wie die Steuererklärung. Wann macht man die Steuererklärung? Geht mir zumindest so. 10 Tage nach der Frist. Genau, das ist das Problem. Wenn Sie irgendwann diese Videos angucken können, es wird einfach nicht passieren. Das sind jetzt bei der Nichtnutzung, insbesondere der Online-Angebote. Es gibt eine Gruppe von Studentinnen und Studenten, die ignoriert diese Online-Angebote. Bei anderen habe ich den Eindruck, die machen nebenbei ganz andere Sachen. Die hören mit einem Ohr zu bei den Videos, aber sind nebenbei mit ganz was anderem beschäftigt, mit halbem Ohr. Das hilft natürlich auch nicht viel. Ich weiß, wie ich selbst diese massiven Online-Kurse mir selber angucke. Ich mache kein einziges Quiz, die klicke ich alle wunderschön weg. Und ich weiß, dass viele meiner Studentinnen und Studenten genauso agieren. Die sind nur genervt von eingestreuten Quizzen. Und diese Online-Foren, ich hatte zu Beginn eins gezeigt bei Stack Exchange. Ich weiß nicht, welche Studentinnen und Studenten da sind. Meine sind auf jeden Fall nicht da bei den Online-Foren. Das ist die Nichtnutzung der Online-Angebote. Geschlossene Online-Foren innerhalb der Hochschule sind sowieso ganz schwierig. Wenn die freiwillig sind, werden die gar nicht genutzt. Aber auch die Präsenzphase, genau dasselbe Problem, Nichtnutzung. Man hört oft als Grund, dass die Studentinnen und Studenten berufstätig sind oder jemanden zu pflegen haben oder sich um Kinder zu kümmern haben. Wenn ich dann aber tatsächlich mitkriege, anekdotisch zwar nur, aber immerhin mitkriege von meinen Studentinnen und Studenten, wie viele davon betroffen sind. Lustigerweise sind das vielleicht sogar eher die, die erscheinen, als die, die nicht erscheinen. Und aus den Statistiken, Prof. Schumeister hat ja so einige Statistiken dazu veranstaltet, kommt auch eher raus, das ist wahrscheinlich nicht der Hauptgrund dafür, dass Studentinnen und Studenten nicht in der Präsenzveranstaltung sind. Was ich tatsächlich aber auch merke, was vielleicht genauso groß ist im Effekt, dass Flipping frustriert, wenn man jede Woche mitkriegt, dass man hinten dran hängt. Und zwar persönlich vom Dozenten, von der Dozentin mitkriegt, dass man hinten dran hängt, kann das nach hinten losgehen. Und ich kenne auch einige Personen, sage ich mal, aus meinen Veranstaltungen, die geradezu in Schockstarre verfallen, wenn ich daneben stehe und zugucken will, wie denn jetzt an irgendeine Aufgabe dran gehen. Die muss ich erstmal in Ruhe lassen und dann komme ich nach 2 Minuten wieder und gucke mir mal den Zwischenstand an. Also Vorsicht, Sie können ganz wilde, ungewollte Phänomene damit provozieren. Self-Handicapping, so als Schlagwort, man hat so eine Ausrede für sich. Ich war ja nie da. Kein Wunder, dass ich durchgefallen bin. Ich kann nicht genau sagen, wie groß der Effekt ist, aber ich sehe auch wieder nur anekdotisch, das passiert. Müsste man mal ordentlich studieren mit deutschsprachigen Studentinnen und Studenten auch. Es gibt aus den USA die eine oder andere Studie dazu. Es gibt einige wenige, die sich mit offenem Notebook in die letzte Reihe setzen und wenn ich vorbeikomme und will mal gucken, wie es denn mit den Aufgaben steht, winken die ab und sagen, ich nicht, heute nicht und sowieso nicht. Es sind bei mir relativ wenige, ich glaube in großen Veranstaltungen, bei mir sind es dann eben zwar maximal 50 Leute in den Veranstaltungen, bei großen Veranstaltungen, denke ich, werden es deutlich mehr werden, dass man so hinten in den letzten Reihen so eine Fraktion hat, die nicht wirklich dabei ist. Und was ich auch oft höre, dass Studentinnen und Studenten sagen, von Ihnen gibt es ja die Videos, die kann ich mir in der vorlesungsfreien Zeit angucken und dann mache ich die Prüfung nach der vorlesungsfreien Zeit, aber von den anderen Leuten gibt es keine Videos und dann gucke ich mir die Live-Veranstaltungen von den anderen Leuten stattdessen während des Semesters an und gehe zu ihnen gar nicht hin. Ich konzentriere mich auf die anderen Fächer. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich stattfindet. Das müsste man mal mit einer großen Untersuchung beantworten. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Also wie ist die Beeinflussung der Fächer untereinander?
Es werden zwei Lösungen versucht. Die eine Lösung ist Zuckerbrot und Peitsche, wie ich es hier genannt habe. Insbesondere, dass man solche formativen Assessments, Quizze, verpflichtend macht. Man sagt, okay, Sie müssen jetzt 50% von diesen Quizzen beantwortet haben oder sonst gibt es keine Prüfung, keine Klausur. Als Teil der Prüfung, Bonuspunkte, wird insbesondere oft angeführt, wenn Sie so und so viel Prozent dieser Quizze gemacht haben, kriegen Sie eben einen Bonuspunkt oder machen Sie diese Woche die Quizze, dann kriegen Sie einen Bonuspunkt für die Prüfung. Ist alles nicht ganz leicht vom rechtlichen, vom psychologischen funktioniert das, keine Frage, da gibt es auch einige Studien dazu, Erfahrungsberichte dazu. Ich traue mich nicht, das bei uns zu machen, weil in Deutschland haben wir eigentlich die Maßgabe, ein Modul, eine Prüfung. Aber wenn Sie jede Woche eine Prüfung machen, haben Sie nicht mehr ein Modul, eine Prüfung. Eine heikle Geschichte. Man könnte versuchen, sowas dann nicht als Prüfungsleistung zu machen, sondern als Studienleistung zu machen, so wie ein Praktikum im Labor. Man muss halt so und so viele Frösche seziert haben, gibt es keine Note dafür, aber man muss es einmal gemacht haben. Ist bei uns auch ein Problem, weil wir das eigentlich nicht als Prüfungsvorleistung definieren dürfen, dass wir sagen müssen, Sie müssen jetzt diese ganzen Quizze gemacht haben, erst dann kommen Sie in die Prüfung, auch das ist nicht erwünscht, weil wer jetzt die Quizze nicht gemacht hat, muss im Zweifelsfall ein Jahr länger studieren, weil er eben nicht die Prüfung machen kann. Alles eine heikle Geschichte, hängt von der jeweiligen Rechtslage ab bei Ihnen. Auf jeden Fall, wenn Sie es so machen, ist die allgemeine Erkenntnis, wird das wohl funktionieren, wenn Sie es machen dürfen. Anwesenheitspflicht, wenn Sie mitgekriegt haben, bei uns in Deutschland ist das ja ein heikles Thema. Und ist jüngst eine ganz pauschale Anwesenheitspflicht ist jüngst gescheitert vor Gericht bei den Leuten aus Mannheim. Würde ich auch nicht machen wollen. Ich persönlich war höchst selten in irgendwelchen Veranstaltungen zu meinen Zeiten, habe mich mit Büchern da reingearbeitet. Ich hätte eine Anwesenheitspflicht nicht toll gefunden. Etwas subtiler wäre, habe ich eben schon erwähnt, ein Ritual aufzubauen. Versuchen Sie, die Präsenzveranstaltung einfach zu einem Ritual zu machen. Jede Woche am Dienstag um 16.30 Uhr sind wir in diesem Raum zu dieser Zeit. Gar keine Frage, verteilen Sie Rollen. Diese Person muss die erste Frage stellen, wie auch immer. Und wenn die Person nicht da ist, wundern wir uns alle, wo sie ist. Machen Sie ein Ritual draus. Ist etwas subtiler als nacktes Zuckerbrot und Peitsche. Fear of Missing Out ist eigentlich ein Begriff der Smartphone, aus der Smartphone-Abhängigkeit, dass man die ganze Zeit auf sein Smartphone gucken muss. Man könnte ja was verpassen, was gerade so im Kreis der Freundinnen und Freunde passiert. Nutzen Sie Fear of Missing Out in der Präsenzveranstaltung. Machen Sie in der Präsenzveranstaltung Sachen, die es nirgendwo sonst gibt. Eine Lektion, die ich gelernt habe, ich habe ein paar Jahre lang alle Präsenzveranstaltungen aufgezeichnet, also auch die Aufgaben im Inverted Classroom. Der Trick ist, zeichnen Sie nicht alles auf, nicht verlässlich alles auf, sondern zeichnen Sie zufällig mal was auf und das meiste nicht. Dann haben Sie schon die Fear of Missing Out, die Studentinnen und Studenten kommen, weil Sie nicht wissen, ob das jetzt nun als Aufzeichnung existieren wird oder nicht. Man könnte jetzt hoffen, wenn man sich mit den digitalen Medien noch mehr in die Richtung der Studentinnen und Studenten bewegt, denen mehr entgegenkommt oder vermeintlich entgegenkommt, den Digital Natives, ein sehr gewagter Begriff, wenn Sie denen jetzt noch mehr entgegenkommen, sagen, okay, wir machen zum Beispiel Serious Games, wie an der RWTH, wo dann eben für viel Geld in mehreren Fächern Serious Games entwickelt werden, mit denen man dann spielerisch üben soll, zum Beispiel Programmieren üben soll. Und dann stellen Sie fest, insgesamt ganz gut, das hat mir jemand auf Facebook geantwortet zu meiner Frage auf Facebook, insgesamt ganz gut gemacht, allerdings nicht so wirklich reizvoll zu spielen. Man spielt es wegen der Klausurzulassung. Also es ist jetzt nicht so, dass die vermeintlichen Digital Natives danach lecken, die so ein Spiel zu spielen und nebenbei Informatik oder Programmieren, muss man sagen, Programmieren zu lernen. Auch das ist plötzlich nur wieder Zuckerbrot und Peitsche. Ansatz 2 wäre, dann sollen sie doch. Wie auch immer, möge doch jeder tun, was er will. Ich sehe solche Phänomene, dass sich Studentinnen und Studenten tatsächlich dazu bekennen, vor allem Studenten, ausdrücklich maskulin, dazu bekennen, ausdrücklich nur vor der Prüfung sich die Videos angeguckt zu haben, und zwar mit 150% Geschwindigkeit. Und das Faszinierendste ist dann, wenn Sie so einen Kandidaten in der mündlichen Prüfung haben,
und er kommt mit einer 1,0 durch. Das ist das. Also es geht. Es gibt Leute, die das können, auch wenn es mich nervt, aber es gibt Leute, die das können. Warum müssen wir den anderen das vorschreiben oder müssen allen das vorschreiben, dass es nicht so zu tun ist? Vielleicht geht es ja wirklich. Häufiger ist das Phänomen, dass Leute unvorbereitet in die Präsenz kommen und dann in der Präsenz, also ich habe eine Aufgabe gestellt und dann fangen die dann in der Präsenz an, sich ein Video rauszusuchen, in dem ich erkläre oder vermutlich erkläre, wie man diese Aufgabe jetzt angehen könnte. Also auch das gibt es. Ist das negativ? Vielleicht nicht. Vielleicht habe ich nur die falsche Einstellung dazu, dass es mir übel aufstößt, aber vielleicht ist das in Ordnung. Ich muss mich einfach daran gewöhnen. Oder es gibt Leute, die einfach nur einen Crashkurs besuchen. Ich sage gleich noch mehr zum Crashkurs. Und eben in der normalen, regulären Präsenzveranstaltung höchst selten erscheinen. Kann man mit leben. Warum sollen wir das unterbinden? Und das wäre Ansatz Nummer zwei. Nicht Zuckerbrot und Peitsche, sondern dass wir sagen, okay, wie ihr wollt. Für einige, ich habe es eben schon gesagt, für einige kann es funktionieren. Funktioniert es auch. Ich habe es erlebt. Für einige funktioniert es. Aber für viele Studentinnen und Studenten funktioniert es leider nicht. Herausforderung Diversität. Das ist so eine der ersten Arbeiten zu dem Thema hier. Studentinnen und Studenten picken sich oft die falschen Methoden zum Lernen raus. Methoden zum Lernen, die nicht helfen. Man liest etwas nochmal, statt sich selbst Fragen zu stellen, zum Beispiel. Falsche Lernstrategien. Und dann haben Sie eben das Problem, wenn Sie es freistellen, kommen Sie in die Veranstaltung, kommen Sie nicht in die Veranstaltung, gucken Sie sich die Videos an, machen Sie, was Sie wollen. Wenn Sie es freistellen, haben Sie das Problem, dass wir höchstwahrscheinlich einige Studentinnen und Studenten auf diese Art abhängen, weil die nicht genau wissen oder auch nicht nur nicht genau wissen, weil die überhaupt nicht wissen, was lerneffektiv ist und was nicht lerneffektiv ist. Also Sie müssen auf jeden Fall dann mit denen über Lernstrategien sprechen. Und sprechen hilft nicht. Es reicht nicht, wenn Sie denen das sagen. Sie müssen es ausprobieren, höchstwahrscheinlich. So konsequent war ich bisher auch noch nicht, ich sage es nur, aber höchstwahrscheinlich reicht es nicht, das zu sagen. Man muss es ausprobieren. Dann ist es eben so diese pauschalen Lösungen, wenn man hört Flip Teaching, ja oder nein. Sie müssen gucken, wen Sie da vor sich haben. Master Lehramt, dann haben Sie ganz andere Studentinnen und Studenten vor sich als im ersten Semester Elektrotechnik. Ich habe Studenten da zum Beispiel, die sagen mir, ich bin hier nur, weil ich keinen Ausbildungsplatz gekriegt habe. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, den kann ich jetzt nicht mit der eulerschen Identität kommen und hoffen, dass sie die toll finden. Das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn Sie Leute im Master-Lehramt haben. Also gucken Sie, mit welchen Studentinnen und Studenten Sie zu tun haben. Es gibt nicht die allein selig machende Lösung für alle. Und die Diversität schlägt auch extrem zu bei der Nutzung der digitalen Medien. Es gibt Studentinnen und Studenten, die sind in der Lage, das Notebook zuzuklappen und in die Tasche zu stecken. Und es gibt welche, die sind in der Lage, die sind eben nicht in der Lage, das Notebook zuzuklappen und in die Tasche zu stecken. Die Online-Angebote sind extrem verführerisch. Google und Facebook und Konsorten locken uns und vor allem die Studentinnen und Studenten auf tausend und eine Art. Es gibt Studentinnen und Studenten, die können damit umgehen und es gibt welche, die können damit, und das sind extrem viele, die können damit nicht umgehen. Für die sind diese Maschinen ein Aufmerksamkeitskiller. Signale. Was ich gelernt habe, die Naturwissenschaftler und auch die Ingenieurwissenschaftler, denen ist das extrem fremd, dass man immer kommuniziert. Egal, was man tut, immer kommuniziert man. Man sendet immer Signale, zum Beispiel solche Signale. Wenn Sie den Studentinnen und Studenten 5 Jahre alte Videos aufgeben, und die sehen dann, was für antike Software da zu sehen ist oder von welchen antiken Sachen man da redet, dann können Sie denen eigentlich auch 10 Jahre alte Overhead-Folien vorsetzen. Das fühlt sich genauso wertgeschätzt an, nämlich gar nicht. Das heißt, man muss schon regelmäßig updaten, denke ich. Problem bei mir, wann schaffe ich das eigentlich noch? Man müsste eigentlich regelmäßig immer wieder neu produzieren, insbesondere in allen technischen Fächern, wo sich dann doch Software ändert, die man zeigt, wo es neue Entwicklungen gibt. Anderes Fach bei mir, Wind- und Wasserkraft, da gibt es jedes halbe Jahr irgendwas, was rechtlich Neues und was technisch Neues. Ein Problem. Was senden Sie für ein Signal, wenn Sie alte Materialien nehmen? Was senden Sie für ein Signal, wenn Sie zwar selbst die Videos produziert haben, aber dann jemand anderen die Veranstaltung machen lassen, jemand anderes die Veranstaltung machen, weil Sie keine Zeit haben?
dann wissen die Studentinnen und Studenten auch oder fühlen sich zumindest irgendwie ungeliebt. Und was wir persönlich bei uns im Hause höchstwahrscheinlich falsch machen, ist, dass wir dick plakatieren. Am so und so vielten gibt es einen Crashkurs zur Mathematik. Dann wissen alle Leute natürlich auch, okay, wozu soll ich in die Mathematikveranstaltung, die reguläre, reingehen? Ich kann ja auch zu dem Crashkurs gehen, dann habe ich das in 2 Wochen, was die anderen in 15 Wochen haben. Was sehen Sie damit für ein Signal? Muss man sich klar machen. Das sind ungewollte Signale. Gerade bei den Videos gibt es auch sehr viele gewollte Signale. Oder links habe ich nochmal ein ungewolltes Signal. Das müssen Sie sich auch überlegen. Wieder Stichwort öffentlich machen. Machen Sie Videos öffentlich. Wenn ich mich jetzt also bemühe, in der Wind- und Wasserkraftveranstaltung für meine Studentinnen und Studenten Strömungslehre möglichst einfach und verständlich zu erklären, kriege ich dann so einen Kommentar. Was sehen die Leute auf YouTube? Die sehen, dass das nicht auf ihrem Niveau ist, was sie sich vorstellen. Ich habe da ein Signal gesendet, das ich wahrscheinlich nicht senden wollte, indem ich das öffentlich gemacht habe, das Video. Andere Leute sind sich bewusst, welche Signale sie senden. Hier zum Beispiel die TU Delft. Die scheinen noch Reputation nötig zu haben. Da muss man hier vor dem Logo der Universität erscheinen, mit sauberen Folien, auf einem schönen Monitor und so weiter, sauber im Studio gefilmt, nichts Handschriftliches. Also das sieht für mich so aus, als ob die da noch glauben, sie müssten an Reputation aufholen. Umgekehrt, wenn sie Stanford sind, Leonard Susskind aus Stanford, der kann vor versammelter Mannschaft Kaffee trinken, Plätzchen essen und einen Apfel essen. Das stört überhaupt keinen. Ganz im Gegenteil, das wirkt total macho-mäßig cool, wenn er das macht. Es stärkt sogar die Reputation noch. Wenn ich das machen würde, würde man mich verreißen auf YouTube. Was noch besser ist, er verrechnet sich auch hin und wieder mal Vorzeichen falsch. Ach, egal, Vorzeichen falsch. Wenn ich mich verrechne, kriege ich aber einen auf den Deckel, dass er sich gewaschen hat. Also man kann auch absichtlich Signale senden. Seien Sie vorsichtig, welche Signale Sie senden. Die Forschung. Worauf basiert das, was ich hier so auch an Aussagen präsentiere? Auf Forschungsarbeiten, die größtenteils leider alle auf sehr tönernen Füßen stehen. Die in der Psychologie ist man sich dessen mehr und mehr bewusst. Die Bildungswissenschaften hängen noch sehr hinterher. Diese unsäglichen Hypothesentests sind ein absolutes Drama, weil wir sehr viele Arbeiten auf diese Art produzieren, die höchstwahrscheinlich falsch sind. Das war jetzt aus dem vergangenen Jahr nochmal ein großer Aufruf in Nature Human Behavior. Wir mögen bitte nicht mit 5% Grenze rechnen, sondern mit 5 Promille Grenze rechnen. Und Sie ahnen aus Ihren eigenen Gebieten, wie viele Arbeiten auf diese Art dann in den Mülleimer gehören. Ein großes Drama. Die ganze Geschichte mit den Hypothesentests führt dazu, dass ein Großteil von den veröffentlichten Ergebnissen falsch ist. Und in den Bildungswissenschaften ist das einfach noch nicht angekommen, diese Botschaft. Und 1000 andere Sachen. Ich muss mich ein bisschen sputen hier. Neuigkeitseffekt, Sie machen was zum ersten Mal, alle sind enthusiastisch, natürlich wird das funktionieren. Machen Sie es zum dritten Mal. Die spannende Frage ist, wird es dann in 3 Jahren auch noch funktionieren? Korrelation versus Kausalität geht immer durcheinander. Sehe ich jeden Monat mindestens ein Paper, wo das wieder durcheinander geht, trotz Peer Review. Zum Beispiel bei den Anwesenheitsstudien. Wenn Studentinnen und Studenten anwesend sind in der Lehrveranstaltung, haben Sie die besseren Noten? Ja, das kann gut sein, aber Sie haben nicht die besseren Noten, weil Sie anwesend sind, sondern weil Sie gewissenhafter sind. Es sind die gewissenhaften Studentinnen und Studenten, die erscheinen, und die haben dann auch die besseren Noten. Also vorsichtig mit Korrelation und Kausalität. Survivor-Bias sieht man ganz oft bei Diskussionen über Vorkurse. Und Rolf Schumeister und ich hatten mal Hattie so ein bisschen auseinandergenommen. Wenn Sie bei Hattie wirklich mal die einzelnen Studien lesen, erleben Sie Ihr blaues Wunder, was da alles zusammengefasst worden ist, auf welche komische Art. Können Sie einmal reinlesen, ich will nicht so weit da reingehen. Also auch die Hattie-Studie hat einige gravierende Probleme. Nicht nur im Prinzip, das wird oft diskutiert, sondern wirklich in die einzelnen Studien reinguckt, stehen einem die Haare zu Berge. Lernen ist viel komplexer, als man sich das so vorstellt. Noch ein paar Buchtipps hier. Urban Myths. Unbedingt lesen,
was wir mitgekriegt haben, werden Lernstile. Es ist ein sehr heikles Konstrukt, das man in der Praxis nicht finden kann. Das werden Sie mitgekriegt haben. Digital Natives, die gibt es in der Praxis auch nicht wirklich, werden Sie auch mitgekriegt haben. Andere Sachen sind weniger bekannt. Der radikale Konstruktivismus, dass der auch nicht funktioniert und so weiter und so weiter. Ich darf Ihnen dieses Buch ans Herz legen, wo das mal wirklich alles schön an aktuellen Forschungsarbeiten auseinanderdividiert wird. Und zwei Paper, die mir jüngst aufgefallen sind. Es ist alles viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Virtual Reality wird ja von einigen als der nächste große Trend in der Bildung gefeatured. Wenn Sie da mal genauer hingucken, stellen Sie vielleicht fest, man fühlt sich da immersiert in so einer Situation drin, aber vielleicht lernt man weniger, weil man überwältigt wird von dem Ganzen, in das man da eingebettet wird. Und auch die Klicker, die Systeme, um in der Veranstaltung irgendwelche Rückmeldungen zu geben. Hier hatten Leute das mal nochmal genauer ausprobiert, genauer hingeguckt, dass man vielleicht sich besser an Fakten erinnert, aber dass die Konzepte vielleicht dabei hinten rüber gehen bei den Klickern. Es ist alles viel schwieriger. Also diese allein selig machende Lösung gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Man muss immer ganz, ganz genau hingucken. Und von wegen ganz, ganz genau hingucken. Letzter Punkt. Worum geht es eigentlich in der Hochschullehre? Ich frage mich eigentlich schon seit 3-4 Jahren, worum es eigentlich geht, je mehr ich mich damit beschäftige. Vielleicht geht es eher um diese Einstellung, 10.000 Arten zu finden oder es zu ertragen, 10.000 Arten zu finden, wie etwas nicht funktioniert, als um das ganze detaillierte Fachwissen. Was wir in die Beschreibung setzen, ist dann normalerweise das detaillierte Fachwissen, bis ins Kleinste ausdifferenziert. Aber vielleicht geht es eher um sowas hier, Frustrationstoleranz. Ich möchte bei meinen Ingenieurinnen und Ingenieuren, möchte ich vor allen Dingen, dass die in der Lage sind, wie Edison, 10.000 Mal zu versuchen, eine Glühlampe zu bauen und dabei zu lernen und nicht aufzugeben, sich dabei gewissenhaft zu verhalten, es ordentlich aufzuschreiben, welchen Glühfaden habe ich dieses Mal durchgebrannt und so weiter. Die richtige Art, an Probleme ranzugehen, die richtige Art, sich auf einer Konferenz zu verhalten, die richtige Art, etwas aufzuschreiben oder die übliche Art. Und nochmal was zu den Signalen, ist auch seit langer Zeit bekannt, 1973, Job Market Signaling von Spence. So ein Abschluss ist vielleicht eine Aussage darüber, dass man sich mit irgendwelchen Fachgebieten auseinandergesetzt hat, ist vor allen Dingen aber auch eine Aussage, vor allen Dingen für die Arbeitgeber eine Aussage darüber, dass man es geschafft hat, sich einige Jahre durch etwas durchzugraben, eigentlich egal was. Vielleicht geht es um all das und nicht so sehr um diese ganzen Details des Fachwissens. Wenn das so ist, müssen wir natürlich insgesamt den Ansatz überdenken. Was wollen wir eigentlich erreichen? Okay, kurzes Fazit. Die Lage ist schwierig. Wir wissen nicht genau, was für wen funktioniert. Lassen Sie sich nicht blenden, wenn jemand sagt, er oder sie habe die einzig wahre Methode gefunden. Man muss immer gucken, was sind meine Studentinnen und Studenten, was ist das Fach, welche Uhrzeit hat man, alles Mögliche. Was kann man selbst? Deshalb finde ich es hilfreich, wenn man sich die Chance nicht verbaut, frei und spontan Methoden zu wählen, dass ich ständig improvisieren kann. Das ist eigentlich für mich das Reizvolle am Flipped Teaching. Ich habe die Präsenzzeit freigeräumt. Ich kann immer sagen, es gibt das alles als Video online. Könnt ihr euch angucken, wann immer ihr wollt. Hoffentlich guckt ihr es euch an. Und damit habe ich Freiraum geschaffen für Sachen, die ich sinnvoll halte, um zu reagieren auf das, was ich sehe, was bei den Studentinnen und Studenten geht oder eben vor allen Dingen nicht geht. Dankeschön.